So, du willst also kämpfen? Glaub ja nicht, du bist der Einzige, der hier ein Problem mit jemandem anderen hat. Boah, ich werde dir die Augenbälle rausschneiden. Das heißt doch auch Äpfel, glaube ich, oder? Egal. Was? Oh, naja. Ha, ich würde ihn in Stücke reißen. Bitte, nun seht ihr, ihr werdet dafür bezahlen. Ich werde alles Meister Grace erzählen. Und du wirst bekommen, was du verdienst. Cleo, glaubst du, wir können jemals zum Imperium zurückgehen? Ich habe keine Ahnung. Junge Meister. Keine Sorge. Da sind so viele Wege, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Jo. Hat er schon recht mit, ne? Flucht. Ich schätze, wir verdanken unsere Leben der Liberation Army. Sag Lady Odessa, dass wenn sie jemals Hilfe braucht, Varkas und Sidonia sofort da sein werden. Naja, wir sind jetzt weg. Vielleicht werden wir uns wieder treffen. So, alles erledigt. Let's go back. Bedeutet, lass uns zurückgehen nach Lennon Camp. Shandai, warum verbringst du nicht ein bisschen mehr Zeit in der Liberation Army? Komm schon. Junger Meister, wenn wir nach Lennon Camp zurückkehren, lassen wir uns entscheiden, was wir als nächstes machen. Im Moment. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Uncool. Sagen wir mal, ich bin hier schon seit einer Minute dran. Dann ist es 23:18 Uhr. Dann 23:28 Uhr. Dann sind es noch 9 Minuten. Passt. Hä? Die ist neu. Die Box mir weg. Ich meine, wir hatten schon so Arns, aber noch nie eine rote, oder? Toll. Total Loser. Naja, wenigstens ist Victor Level 9 geworden dadurch. Hat ja auch Vorteile. Hier sind wir in Lennon Camp. Oder Lennon Camp. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Unwichtig. Und Odessa. Wir sind zurück. Gib uns unser Geld. Was? Kein Verdienst, egal. Chantal, du bist zurück. Gott sei Dank. Nun sind all unsere Probleme behoben. Was meinst du damit? Odessa, du planst ja wohl nicht. Genau das tue ich. Was? Was? Was geht ab? Shandai, schau dir das mal an. Was ist das? Zeig's mir. Was ist das? Pläne für Feuersperre. Oder für einen Feuersperr. Feuersperr? Richtig, die Liberation Army ist vielleicht jetzt noch klein, aber irgendwann mal werden wir groß genug sein, um die Imperialen zu schlagen. Wenn dieser Tag kommt, dann werden die Feuersperre sicher nützlich sein. Wir haben gutes Geld für sie in den Zwergenminen bezahlt. Schande, diese Blaupausen müssen die geheime Fabrik erreichen. Aber wir können dieses Versteck nicht einfach, ja, ohne Wachen zurücklassen. Ich würde dir gerne diesen Auftrag übertragen. Genug. Versteht ihr nicht, dass wir Mitglieder der imperialen Armee sind? Wie könnt ihr erwarten, dass wir sie verraten? Lass uns gehen, junger Meister. Es gibt keinen Grund, hier noch länger zu bleiben. Wartet. Dramatisch, nicht wahr? Habt ihr irgendeine Idee, was das Imperium wirklich tut? Wisst ihr, was die Leute wollen? Oder wollt ihr einfach so tun, als würde es euch nichts angehen? Gremio, du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen. Du hast es mit deinen eigenen Ohren gehört. Bist du bereit, alles zu ignorieren, obwohl du es selbst gehört und gesehen hast? Wie sieht's bei dir aus, Chandal?
möchtest du immer noch zum Imperium zurückkehren und weiterhin McDouls kleiner Junge sein. Unser Vater geht seinen Weg und wir gehen unseren. Warte einen Moment, junger Meister. Rede so, wie du jetzt redest, und du wirst nie wieder den Imperialen beitreten können. Interessiert sich nicht. Komm schon, Cleo. Rede mit ihm. Ich gehe dahin, wo der junge Meister hingeht. Meine Aufgabe ist es, ihn zu beschützen. Dies sind die Anweisungen, die ich von Meister Theo bekommen habe. Schande, lass mich erklären. Dies hier sind die Blaupausen-Feuerspeer. Diese müssen zur geheimen Fabrik von der Liberation Army gebracht werden. Nordwestlich von Lennenkamp, über dem Fluss liegt hinter dem Fluss liegt der Berg Mount Tigerwolf. Über dem Berg ist eine kleine Stadt namens The Rady. Jemand von der Fabrik wird dich dort erwarten. Odessa, ich versteh's einfach nicht. Warum möchtest du unbedingt diesen Typen dabei haben? Er könnte ein imperialer Spion sein. Dennoch willst du ihn in die Blaupausen für etwas, das ganze Schicksal der Liberation Army bedeuten könnte, übertragen. Keine Sorge, ich werde auch gehen. Was? Wenn du gehst, dann gehe ich auch. Flick, wenn du mitkommst, wer wird diesen Platz hier beschützen? Es wird langsam Zeit, dass du dich wie ein Anführer verhältst. Mach dir keine Sorgen, Flick. Ich werde Odessa beschützen, wenn du mir versprichst, dieses Versteck zu beschützen. Es ist abgemacht. Es geht also nach Mount Tigerwolf. Odessa tritt der Gruppe bei. Ich mag Odessa irgendwie. Ich meine, die ist freundlich. Die kommt aus einer berühmten Familie. Und, ja. Ich meine, ja. Was will man mehr? Einziges Negative ist, sie ist eine Hexe mit hat so rote Haare. Aber ich meine, mit sowas kommen wir klar. In der heutigen Zeit, da sieht man überall Leute mit lila Haaren, roten Haaren rumrennen. Au. Fuck. Schmerzhaft, aber egal. Eigentlich nicht, das war wirklich schmerzhaft. Falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ich hab's irgendwie geschafft, mir, was weiß ich nicht, da den Arm zu verdrehen. Latte. Ah, Odessa hat einen Bogen. Cool, das wusste ich nicht mal. Wir hätten eigentlich auch die Waffen von Odessa auch schärfen können, das Geld ist ja egal. Oh, naja. Hier sind wir schon mal falsch, es ist weiter nördlich. Zu weit westlich gegangen, obwohl er gesagt hat, Nordwesten. Ich bin auch ein Horst. Das waren doch gerade nur zwei Raben. Wieso zur Hölle sind die nicht in einer Runde kaputt gegangen? Fällt mir nicht. Das hätte überhaupt nicht so sein sollen. Da ist die Brücke. Ihr erinnert euch, über die Brücke, über den Fluss. Und da ist der Mount Sai Tigerwolf. Tigerwolf. Saifu war ja der bei Rockland. Mount Tigerwolf. Tja, die Sonne beginnt sich zu setzen. Glaubt ihr, wir können es schaffen, den Berg zu überqueren, bevor es dunkel wird? Ja, ich möchte sicher nicht die Nacht draußen verbringen. Naja, egal. Wir müssen hochgehen. Los geht's. Jo. Jetzt haben wir unsere Aufgabe. Haben hier etwas genommen. Ich weiß immer noch nicht, was ein Circuit ist. Eine riesige Schnecke.
Tja. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen und nicht gedacht. Yeah. Gremius Level 10 geworden. Nietzsche. Die sind alle so schlecht, einfach nur. Aber machen Schaden. Was sollen die Tricks-Scheiße hier, Mister